Die siebte Station, Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Im Psalm 22 heißt es: Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, der Leute Spott vom Volk verachtet. Alle, die mich sehen, verlachen mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Wälze die Last auf den Herrn. Er soll ihn befreien, er reiße ihn heraus, wenn er an ihm gefallen hat. Der Leidensweg des Herrn geht weiter. Die Menge um ihn johlt und verspottet ihn. Die Soldaten und die Knechte des Hohen Rates treiben ihn immer weiter. Jesus strauchelt und fällt. Ein Mensch bin ich, nichts Menschliches ist mir fremd. Was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar der Wind und der See gehorcht? Seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen. Der Herr fällt, die Last ist zu groß. In seinem Fallen sind wir geborgen. Der Herr trägt uns, wenn wir straucheln und scheitern. Herr Jesus, du bist wahrhaft einer von uns geworden. Du gehst den Weg des Menschen bis zum Ende mit. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die achte Station, Jesus begegnet den weinenden Frauen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Im Lukas-Evangelium heißt es: Viele Menschen verfolgen den Weg Jesu vom Palast des Pilates zum Kalvarienberg. Eine neugierige Menge, die sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen will. Unter ihnen sind auch Frauen, die vom Mitleid bewegt ihre Tränen vergießen. Zu ihnen sagt Jesus: Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Die Frau weinte und ihre Tränen fielen ihm auf die Füße. Ihre Sünden sind ihr vergeben, weil sie so viel Liebe gezeigt hat. Amen, ich sage euch, überall auf der Welt, wo das Evangelium verkündet wird, wird man sich an sie erinnern und es erzählen. Der Herr sucht Menschen, die nicht abgestumpft sind und deren Herzen nicht verschlossen sind angesichts des Leids der Gequälten. Selbst im größten Dunkel ist sein Herz offen für unsere Not und unser Leben. Herr Jesus, inmitten von Schmerz und Leid hast du auf die Not der Menschen geachtet. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die achte Station, Jesus begegnet den weinenden Frauen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Im Lukas-Evangelium heißt es: Viele Menschen verfolgen den Weg Jesu vom Palast des Pilates zum Kalvarienberg. Eine neugierige Menge, die sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen will. Unter ihnen sind auch Frauen, die vom Mitleid bewegt ihre Tränen vergießen. Zu ihnen sagt Jesus: Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Die Frau weinte und ihre Tränen fielen ihm auf die Füße. Ihre Sünden sind ihr vergeben, weil sie so viel Liebe gezeigt hat. Amen, ich sage euch, überall auf der Welt, wo das Evangelium verkündet wird, wird man sich an sie erinnern und es erzählen. Der Herr sucht Menschen, die nicht abgestumpft sind und deren Herzen nicht verschlossen sind angesichts des Leids der Gequälten. Selbst im größten Dunkel ist sein Herz offen für unsere Not und unser Leben. Herr Jesus, inmitten von Schmerz und Leid hast du auf die Not der Menschen geachtet. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die neunte Station, Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Irgendwann geht es nicht mehr. Alle Reserven sind verbraucht. Der Herr bricht unter der Last des Kreuzes endgültig zusammen. Die Kriegsknechte zwingen ihn ein letztes Mal, sich zu erheben und seinen Kreuzweg zu vollenden. Ich bin hingeschüttet wie Wasser, gelöst haben sich all meine Glieder. Zu Boden geworfen ist meine Seele,
Du legst mich in den Staub des Todes. Alles drückt mich nieder wie eine schwere Last. In jedem Leben kann es einen Punkt geben, wo es anscheinend nicht mehr weitergeht. Die Ausweglosigkeit und Verzweiflung drückt die Menschen da nieder. Auch diesen Weg geht Jesus mit, Mensch unter Menschen bis in die tiefste Not. Herr Jesus, du bist ein drittes Mal unter der Last unserer Not zu Boden gestürzt und hast dich ein letztes Mal erhoben. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Vom Lied 289, die dritte Strophe. Die Farben deiner Wangen, der roten Lippen Pracht, ist hin und ganz vergangen des blassen Todes Macht. Hat alles weggenommen, hat alles hingerafft. Und so bist du gekommen von deines Leibes Kraft.